Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei Money for Future. Ich wollte in diesem Video über den Autarkiegrad sprechen, beziehungsweise den Unterschied zwischen Autarkiegrad und Eigenverbrauchsgrad. Und dann werde ich euch am Ende auch nochmal sagen, wo ihr euch selbst mal ausrechnen könnt, auf welchen Autarkiegrad ihr kommt, wenn ihr denn überlegt, euch einen Speicher oder auch eine Solaranlage anzuschaffen. Also ich werde darüber sprechen, wie hoch der Autarkiegrad nur mit Solar ist und mit Speicher, worauf ihr da kommen könnt, wenn ihr euch ein bisschen Mühe gibt. Also viel Spaß bei dem Video. Also schon alleine mit einer Solaranlage kommt ihr auf einen Autarkiegrad von 20 bis 30%. Ja, das ist schon ziemlich cool. Und ihr könnt diesen Autarkiegrad mit einem Speicher noch sehr viel höher nach oben schrauben. Jetzt schauen wir uns aber erst nochmal an, was der Unterschied ist zwischen dem Eigenverbrauchsgrad und dem Autarkiegrad. Oder der Eigenverbrauchsgrad. Das ist im Grunde der Strom, den ihr selbst nutzt von eurem selbst produzierten Strom. Und der Autarkiegrad ist der Anteil von dem selbst genutzten Strom zum Gesamtstromverbrauch. Kommen wir mal zu den Autarkiegraden. Also wenn ich jetzt nur eine Solaranlage habe, dann kann ich schon mit 25, 30, vielleicht 35% Autarkie rechnen. Das heißt, ich muss nur noch 75%, 65% von meinem Versorger sozusagen beziehen und den Rest kann ich selbst produzieren und nutzen. Das ist so ungefähr das, was ich mit einer Solaranlage hinkriege. Es gibt halt Leute, die sind extrem darauf fixiert, nur ihre Waschmaschine dann anzumachen, wenn die Sonne scheint. Ja, die warten auch nochmal 2 Tage, bis sie irgendwie die Spülmaschine einstellen. Die kommen dann vielleicht sogar auf 35%, ja, 35, vielleicht sogar 40% Autarkie, weil sie einfach eine sehr gute Anpassung an den Tagesablauf haben. Ne? Und es ist natürlich auch ein höherer Autarkiegrad im Sommer als im Winter, weil im Winter einfach weniger Sonne scheint. Das heißt, ich kann mich da schon mal mit einer Solaranlage ganz gut zu Teilen selbst versorgen. Vor allen Dingen, wenn ich darauf achte, dass ich halt die großen Verbraucher im Haus einfach dann anmache, wenn die Sonne scheint. So, da kriege ich schon mal einen ganz guten Autarkiegrad hin. Ich kann jetzt aber mit einem Speicher meinen Autarkiegrad auf 50, 60, 70% hochbekommen und dafür muss ich gar nicht so wahnsinnig viel machen und ich kann auch mit einem Speicher auf 80 oder 85, 90% kommen. Da muss ich natürlich einen richtig großen Speicher dann haben und auch eine größere Solaranlage, damit der Speicher dann auch voll wird und ich dann sozusagen fast immer, wenn dann die Sonne mal ein paar Stunden scheint, dann schon meinen Speicher voll habe, dass der mich dann locker über die Nacht bringt. Das ist dann schon ein bisschen eine Herausforderung. Und ich packe euch auch mal in die Videobeschreibung den Link von der Internetseite von dem Professor Quaschning, da könnt ihr es euch auch mal selber ausrechnen. Leider ist die maximale Größe von der PV-Anlage da 10 kW Peak. Aber das ist, und auch der Speicher kann nicht größer sein als 10 Kilowattstunden. Aber da könnt ihr mal ausrechnen, was ihr ungefähr für einen Autarkiegrad bekommt, je nachdem, wie viel Kilowattstunden Strom ihr verbraucht. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Also jetzt mal so ein Beispiel bei so einem 10 Kilowattstunden Speicher mit einer 10 kW Peak-Anlage und ihr habt einen Jahresstromverbrauch von 3000 Kilowattstunden, kommt ihr auf einen Autarkiegrad von 86% und einen Eigenverbrauchsanteil von ungefähr 28%. Nur, dass man mal so eine Größenordnung hat. Also 3000 Kilowattstunden Jahresverbrauch, 10 kW Peak-Anlage, 10 Kilowattstunden Speicher. Da habt ihr Eigenverbrauch 28%, ne, fast 30%. Und ein Autarkiegrad von 86%, weil ihr fast euren ganzen Strom dann auch immer in den Speicher reintun könnt und den dann über Nacht auch nutzen könnt. Wenn ich dann einen Verbrauch von 5000 Kilowattstunden habe, ja, jetzt mal ein anderes Beispiel, 5000 Kilowattstunde, die Solaranlage und den Speicher lassen wir jetzt mal in der gleichen Größe, also 10 kW Peak-Anlage, 10 Kilowattstunden Speicher und ich habe 5000 Kilowattstunden Verbrauch, dann komme ich schon auf einen Eigenverbrauchsanteil von 41%. Das sind jetzt alles Durchschnittswerte und auf eine Autarkie von 76%, was immer noch beachtlich ist. Also alles, was so über 70% ist, ist in meinen Augen schon ziemlich gut. Ja, und das, was über 80% ist, ist dann auch schon ziemlich, also ist dann sehr gut. Wir haben uns einmal angeguckt, was ist der Autarkiegrad und was ist die Eigenverbrauchsoptimierung, beziehungsweise was ist der Unterschied.
Und ihr wisst jetzt ungefähr, was ihr, auf was für einen Eigenverbrauchsanteil ihr kommt, beziehungsweise auf welchen Autarkiegrad ihr kommt. Und der Autarkiegrad sagt im Grunde, wie unabhängig ihr vom Netz seid. Und das ist für einige natürlich eine extrem coole Vorstellung, wenn sie sagen können, hey, mein Autarkiegrad hier mit 90-80% mit einem großen Speicher, da bin ich fast komplett unabhängig. Und es gibt ja manche Leute, die sogar sagen, hey, pass auf, für diese paar Prozent stelle ich mir noch ein BHKW dort, ein kleines BHKW ins Haus rein, wenn ich das denn möchte, und kann mir selber Strom produzieren. Und dann bin ich im Grunde fast komplett unabhängig vom Netz. Und das Netz nehme ich eigentlich nur noch als Backup oder bin komplett autark. Das gibt es ja auch. Die Vorstellung alleine ist in meinen Augen schon ziemlich sympathisch. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob man das so machen kann, was realistisch ist, ob ihr euer Verhalten auch umändern würdet, wenn ihr wüsstet, hey, ihr habt eine PV-Anlage und durch ein bisschen Umändern des Verhaltens, zum Beispiel, dass man abends nicht mehr die Spülmaschine anmacht, wenn die Sonne untergegangen ist, oder halt auch die Waschmaschine anmacht, ne, dass man die vielleicht programmiert, dass sie mittags, wenn die Sonne scheint, dann angeht. Dadurch kann man schon alleine einen sehr großen Sprung schaffen im Autarkiegrad, ohne dass man jetzt so wahnsinnig viel in den Speicher investieren muss. Und dass der jetzt wahnsinnig groß sein muss, sondern das einfach nur durch eure eigene Umstellung der Tagesabläufe, wenn man sich bewusst macht, was verbraucht eigentlich viel Strom, Spülmaschine, Waschmaschine, solche Dinge, Kochen verbraucht viel Strom, wenn man das so ein bisschen anpasst und das auf die Stunden legt, wo halt vielleicht noch ein bisschen Sonne da ist, dann ist es im Grunde ein sehr leichtes, diesen Autarkiegrad halt nach oben zu bringen. Aber schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann hören wir uns und sehen uns beim nächsten Video. Ganz herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn euch solche Sachen interessieren, dann lasst mir gerne ein Abo da oder teilt das Video, wenn ihr meint, dass andere Leute es vielleicht auch interessieren könnte. Dann lasst mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Bis dahin, euer Felix. Ciao.